Buenas tardes everybody und willkommen zu diesem Video, einem neuen YouTube-thematischen Video an diesem wunderschönen Donnerstag. Woo! Nicht. Wie gesagt, heute geht es YouTube-thematisch zur Sache und zwar geht es um die Frage, geht Persönlichkeit heutzutage vor Content auf YouTube? Und die Inhaltsdiskussion, die gibt es ja auch nicht erst seit gestern, die gibt es schon länger und es gibt auch genug Personen, die sagen, der Content in Deutschland, der geht den Bach runter. Und zwar, wenn man einfach mal schaut, wie viele Hauls, Tags und Challenges es gibt, das ist ja der Wahnsinn. Und es gibt Leute, die haben das einfach schon 500.000 Mal und öfter gesehen und die schauen es sich immer und immer und immer wieder an. Am Anfang, wahrscheinlich noch vielleicht für den Content, kommen sie dahin, aber irgendwann schauen sie diese Videos nicht mehr aufgrund des Inhalts, sondern wegen der Person. Immer und immer wieder das Gleiche, weil es um die Person geht und weil man eine gewisse Sympathie für diese Person entwickelt hat. Und das mit der Sympathiebildung, das passiert einfach. Manchmal passiert es allerdings auch bewusst, wenn ein YouTuber bewusst Nähe suggeriert, die so eigentlich gar nicht vorhanden ist. Die nutzen das dann auf eine Weise einfach schamlos aus. Allerdings passiert das mit der Sympathiebildung auch unbewusst. Es gibt YouTuber, die setzen ihren Fokus absolut und hundertprozentig auf ihre Inhalte und trotzdem entsteht so eine gewisse Sympathie von dem Zuschauer für den YouTuber. Ausgenommen davon sind natürlich jetzt so ein bisschen Serienformate, Kurzfilmformate, bei denen der YouTuber tatsächlich einen Charakter spielt und nicht sich selber. Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage, warum das jetzt überhaupt so passiert mit der Sympathiebildung. Ist es jetzt Aussehen, ist es Ausdrucksweise, Redensart, Gestik, Mimik, whatever. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit nie genauer beschäftigt. Aber Fakt ist, dass es passiert und das ist auch etwas, was mich im letzten Jahr persönlich sehr gestört hat. Im letzten Jahr zum Beispiel hatte ich im Oktober, November so eine Phase, wo mal hier und mal da ein Video ausgefallen ist, einfach weil ich sehr damit beschäftigt war, darüber nachzudenken, über Persönlichkeit und Inhalt. Denn Inhalte stehen bei mir bei den meisten Videos sehr im Vordergrund und ich gebe mir da sehr viel Mühe mit. Und ich musste mir halt sehr lange Gedanken darüber machen, was ich eigentlich möchte und was ich nicht möchte. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, was ich nicht möchte, sind so typische Klick-Zombies, die jetzt wirklich ein Video erst liken, bevor sie es anschauen. Und das sieht man halt auch immer wieder bei YouTubern in den Kommentaren, die halt meistens größer sind als ich. Steht dann so ein Kommentar darunter, hey, erst liken, dann Video schauen. Und ich verstehe das total, dass das als Kompliment gemeint ist. Nur ich persönlich würde sowas nicht als Kompliment auffassen, denn ich möchte, dass Leute meine Videos liken, weil sie ihnen gefallen, wenn sie das Video gesehen haben oder vielleicht auch schon während des Videos, wenn ich gerade mal so einen guten Spruch gerissen habe. Keine Ahnung, wie oft ich das mache. Aber das ist, was ich möchte. Allerdings habe ich das Thema für mich auch von allen Seiten aus betrachtet und auch somit aus der Zuschauerperspektive heraus und musste für mich feststellen, ja, Content ist mir sehr wichtig. Ich schaue gerne geilen Content. Ich schaue gerne geile Videos, die geil produziert sind, geil geschnitten sind, worüber man nachgedacht hat. Aber trotzdem habe ich zwischendurch auch mal so ein bisschen Trash-Content, den ich gucke. Und dann mag ich einfach die Leute, die darin vorkommen. Und dann habe ich auf die Frage, warum ich das jetzt gucke oder warum ich diese Person mag, auch keine bessere Begründung als, weil ist so. Und damit komme ich letztendlich zu der Feststellung, dass bei Vlogs nun mal die Persönlichkeit immer mal wieder eine große Rolle spielt. Und ich komme zu der Feststellung, ja, ich mache gerne Vlogs und ich möchte das auf jeden Fall weitermachen. Und dann kann ich das auch voll akzeptieren, wenn es vielleicht einige Leute dazwischen gibt, die tatsächlich meine Vlogs gucken, weil sie mich sehen wollen. Und das ist dann halt auch voll okay. Allerdings muss ich sagen, dass ich weiterhin auf jeden Fall meinen Fokus auf Inhalte legen werde und dass ich auch gerne Leute habe, die in den Kommentaren was schreiben und sich auf diese Inhalte beziehen und die mir mit Kommentaren weiterhelfen und die mit mir in den Kommentaren diskutieren, weil das finde ich geil. Aber um jetzt mal wieder zum Thema Sympathiebildung zurückzukommen, das merkt man ja besonders, wenn YouTuber tatsächlich ihren Channel nicht alleine machen, sondern in Duos, in Trios, in ganzen Gruppen tatsächlich, merkt man, dass man innerhalb dieser Gruppen immer Leute hat, die man etwas mehr mag als die anderen. Man hat halt einfach immer so ein bisschen seine persönlichen Präferenzen. Die sind einfach da. Und das funktioniert natürlich nicht nur auf YouTube, das funktioniert auch außerhalb von YouTube. Bestes Beispiel dafür sind Boybands. Die muss man noch nicht mal mögen, um einfach spontan sagen zu können, welcher einem einfach am sympathischsten ist. Und das funktioniert natürlich auch bei Seriencharakteren. Und ich habe keine Ahnung, ob sich irgendjemand von euch für einige meiner Sympathien interessiert, aber hier sind sie. Tony, Niall, Liam, Roman, Steve. Und viel Spaß beim Ausklamosern, was jetzt wohin gehört. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre cool, wenn ihr Like und Kommentar da lasst. Da oben findet ihr jetzt meine letzten beiden YouTube-thematischen Videos. Nämlich einmal das Video YouTuber und Produkte und direkt darunter findet ihr das Video zum zu der Frage, ob der YouTube-Algorithmus Kreativität zerstört. Darunter könnt ihr abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video am nächsten Montag, Leute. Hasta luego. Bye.